Werde ich sterben? Fragte mich der Junge, als er in den Operationssaal gerollt wurde. Es war eine Frage, die ich schon tausendmal gehört hatte, aber die richtige Antwort war auch nach Jahren im Krankenhaus nicht einfacher geworden. Natürlich nicht, wir werden dich wieder in Ordnung bringen, log ich. Er war bei einem schrecklichen Autounfall zerquetscht worden, und obwohl wir alle unsere Anstrengungen darauf verwenden würden, sein Leben zu retten, war die Hoffnung eine begrenzte Ressource. Die Tatsache, dass er trotz des Verlustes vom größten Teil seines Blutes bei Bewusstsein blieb, war schon bizarr genug, aber nach 10 Jahren im Job überraschte mich nichts mehr. Der Anästhesist hatte ihn schnell betäubt, während wir uns für die Operation vorbereitet haben. Damien war der Chirurg, ein Spezialist für Polytraumafälle, und ich half ihm. Kaum hatten wir ihn geöffnet, teilten wir einen enttäuschten Blick. Es gab keine verdammte Chance, dass er durch eine Operation überleben würde. Trotz mangelndem Glauben haben wir es am besten versucht, aber nach nur einer halben Stunde auf dem Tisch gab sein Herz auf. Wie konnte er noch leben, als er ankam? Fragte Damien. Er sprach den Zeitpunkt des Todes aus und ließ uns allein, um das Chaos zu beseitigen. Ich übernahm die Verantwortung für die Reinigung des Jungen, für die Leichenhalle, eine Aufgabe, der ich mich schon unzählige Male zuvor gestellt hatte. Es war nicht etwas, das mir persönlich gefiel, aber für mich war es meine letzte Chance, den Toten Respekt zu zollen. Das Kind konnte nicht älter als 15 Jahre sein und wie ich hörte, lernte er gerade fahren. Unerfahren und bei seiner ersten Fahrt auf einer rutschigen Straße gelang es ihm, in einen Graben abzubiegen. Sein Vater starb am Aufprall, aber er selbst lebte lange genug, um sich einer Operation zu stellen. Als ich die Nadel an seinen offenen Bauch steckte, zuckte sein Körper für einen Moment. Ich zog die Nadel überrascht zurück und fragte mich, was einen Postmortem-Krampf verursacht haben könnte. Dann keuchte der Junge plötzlich nach Luft. Als seine Augen sich öffneten, ließ er den heftigsten Schrei aus, den man sich vorstellen konnte, als er schlagartig ins Leben zurückkehrte. »Hilf mir«, bettelte er mit einer kehligen Stimme, als ich in Panik zurückstolperte und auf dem Boden ausrutschte. Nach einer Stunde Kompression hatte der Chef der Chirurgie eingegriffen und uns befohlen, aufzuhören. Zu diesem Zeitpunkt verursachten wir mehr Schaden, als dass wir halfen. »Was passiert mit mir?«, stotterte das Kind und war dabei noch immer bei Bewusstsein. Keiner von uns antwortete. Wir konnten keine Worte finden, um die schreckliche Szene vor uns zu beschreiben. Die meisten Mitarbeiter waren wegen des Anblicks gegangen. Wir standen in unserer Karriere vor vielen Herausforderungen, aber nicht in dieser Form. »Wie ist dein Name?«, fragte ich, obwohl ich ihn bereits in der Akte gesehen hatte. Ich wollte nur, dass er sich konzentriert. »Brian Dawson«, antwortete er. Ich atmete tief durch und tat mein Bestes, um meine Gelassenheit zu bewahren. »Du hattest einen Unfall, Brian«, erzählte ich ihm. Seine Augen huschten hektisch durch den Raum. Als er anfing zu erkennen, wo er war, versuchte er, seinen Hals anzuheben, aber wegen der Wirbelsäulenfraktur war er völlig gelähmt. »Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen«, weinte er. Ich trat näher heran und stand direkt über ihm. »Brian, dein Herz schlägt nicht«, sagte ich. Der Chef der Chirurgie, George, packte mich an der Schulter und flüsterte mir ins Ohr. »Wir müssen den OP isolieren, was auch immer hier passiert ist, jenseits unserer Möglichkeiten, und es könnte ansteckend sein«, sagte George. Er eilte in den Vorbereitungsraum und griff zum Telefon. Durch die Glastür konnte ich nicht hören, was er sagte, aber ich nahm an, dass er den Sicherheitsdienst anrief, um die Station zu schließen. »Was ist mit meinem Vater?«, fragte Brian und versuchte, die Tränen zurückzuhalten. Ich war erstaunt über seine Frage. Ich hatte ihm gerade gesagt, dass sein Herz zerstört war, und das war im Wesentlichen der Tod. Aber seine erste Sorge galt seinem Vater. »Es tut mir leid, Brian. Er ist beim Aufprall gestorben.« Er schluchzte leise.
Also, was wird mit mir passieren? Ich werde sterben, nicht wahr? Fragte er. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war noch nie in einer ähnlichen Situation gewesen, also gab ich bloß die einzige Antwort, von der ich dachte, sie könnte etwas beruhigend sein. Du bist nicht allein. Ich bleibe hier bis zum Ende. George hatte den Operationssaal schnell geschlossen und das Zentrum für Seuchenbekämpfung war längst auf unsere Situation aufmerksam geworden. Wir hatten nichts anderes zu tun, als zu warten und zu jedem Gott zu beten, dass Brian nicht ansteckend war. Ich war bereits ausgesetzt gewesen, also untersuchte ich Brian und suchte nach einer Möglichkeit, seine Situation zu verbessern. Kannst du das spüren? Fragte ich, als ich alle seine Gliedmaßen überprüfte. Gar nichts, antwortete er. Aber es tut innerlich so sehr weh. Wo genau tut es weh? Fragte ich. Ich gab Brian eine Dosis Fentanyl, aber ohne einen Herzschlag, um das Medikament zu transportieren, hatte ich wenig Hoffnung, dass es überhaupt eine Wirkung haben würde. Um ihn vom Schmerz abzulenken, fragte ich alltägliche Dinge über das Leben, was seine Hobbys waren, Familiensachen. Er war klug genug, um meine Absichten zu erkennen, aber er machte mit, entweder aus Angst oder weil er tatsächlich hoffte, dass jemand ihn retten könnte. Stunden vergingen, während wir darauf warteten, dass uns jemand sagt, was wir tun sollen. Die Hälfte des OP-Personals war in Quarantäne gesteckt worden, aus Furcht, dass sie infiziert sein könnten. Schließlich traf das Zentrum für Seuchenbekämpfung vor Ort ein, voll ausgestattet mit Seuchenschutzanzügen. Sie erlaubten es uns, Brian in seinen eigenen Raum zu bringen. Ein Voroperationssaal war evakuiert worden, sodass er sich etwas wohlfühlen konnte. Der Rest von uns wurde in das Operationsbüro gebracht, während die Situation bewertet wurde. Ich entschied mich, bei Brian zu bleiben. Niemand sollte allein leiden müssen. Besonders mit den ZSB-Agenten, die ihn mit allen möglichen Nadeln untersuchten und begeistert Proben entnahmen. Der einzige Grund, warum sie mir erlaubten zu bleiben, war, weil ich ihn relativ ruhig hielt. Wir unterhielten uns die ganze Nacht. Nachdem die Eingriffe abgeschlossen waren, konnte ich nicht mehr schlafen und ich bezweifle, dass Brian körperlich dazu in der Lage war. Meine Augen fühlen sich etwas seltsam an, sagte er. Tun sie weh? Nein, die Kanten sind nur irgendwie verschwommen. Es ist seltsam. Ich ging, um mit George zu sprechen, der noch rund um die Uhr arbeitete, herumtelefonierte und sicherstellte, dass die anderen Patienten an einen alternativen Ort umgeleitet wurden. Was wäre, wenn wir das Kind an eine Herz-Lungen-Maschine anschließen würden? Fragte ich. George legte das Telefon für einen Moment hin und seufzte. Was dann? Er hat keine funktionierende Leber, seine Aorta ist in Stücke gerissen und sein Darm zerfetzt. Auch wenn wir ihm ein neues Herz geben würden, würde er nie überleben, antwortete George. Leiste ihm einfach Gesellschaft, solange du kannst. Ich wusste, dass er recht hatte, aber ein Teil meines beruflichen Wissens wurde aufgrund der wahnsinnigen Natur der Situation beiseite gelegt. Doktor! Rief Brian. Ich eilte zu ihm. »Ich kann nichts sehen«, stotterte er. Ich zog die Taschenlampe heraus und untersuchte seine Sehorgane. Beide Pupillen waren nicht reaktionsfähig und seine Augen hatten begonnen, sich fast zu entleeren, was eine der Phasen der Zersetzung war. Brian hatte angefangen zu verwesen. »Bitte, ich habe solche Angst.« Brian war ein mutiger Junge, aber er fing an, seine Gelassenheit zu verlieren. Genau wie alle anderen auf der Station. Ich setzte das Gespräch mit ihm fort, aber die unvermeidliche Wahrheit war, dass er, wenn er weiter verwesen würde, bald alle seine Sinne verlieren würde, während er bei Bewusstsein wäre und es erleben würde. So schrecklich es auch klingen mag, ich flehte darum, dass es ihm endlich erlaubte zu sterben. Wir redeten weiter. Ich fragte ihn, ob es jemanden gibt, den er anrufen möchte. Aber wie ich bereits von den anderen wusste, Brians Mutter war während der Geburt gestorben und sein Vater hatte den gleichen Unfall gehabt wie er selbst. Während wir sprachen, wurde Brians Stimme immer lauter, als ob er Mühe hätte zu hören.
Hörst du mir überhaupt zu? Fragte ich. Was hast du gesagt? Schrie Brian im Wesentlichen. Sein Gehör hatte sich innerhalb von Minuten verschlechtert und ging von einer Beeinträchtigung zur Taubheit über, bevor ich überhaupt anfangen konnte zu helfen. Da er blind und taub war, hatten wir keine Möglichkeit mehr zu kommunizieren. Unabhängig von meinen Versuchen konnte ich das sterbende Kind nicht trösten und das Zentrum für Seuchenbekämpfung entschied schnell, dass meine Anwesenheit unnötig geworden war. Brian schrie vor Angst und Qual weiter, nachdem ich gegangen war. In jeder Sekunde begann sein eigener Körper sich selbst zu verdauen und nichts, was wir tun konnten, würde den Schmerz lindern. Am Morgen waren seine Schreie verstummt. Ich stürzte in den Raum, sehr zum Entsetzen der Agenten. Brian war an hunderte von Kabeln angeschlossen. Sie überwachten sein Herz, sein Gehirn, seine Muskeln und Vitalwerte. Natürlich zeigte sein Herz keine Aktivität und der Zerfall war fortgeschritten, sodass alle seine Muskeln abgeschaltet waren. Er hatte sich nicht beruhigt, weil der Schmerz weg war, sondern weil er nicht mehr schreien konnte. Der einzige Teil seines Körpers, der noch funktionierte, war sein Gehirn. »Was zur Hölle ist passiert?«, fragte ich. »Bring ihn hier raus«, forderte einer der Männer. Der andere Agent befolgte die Anweisung, ging aber mit mir nach draußen, um die Situation zu erklären. »Du musst dir keine Sorgen machen, dass es ansteckend ist. Wir heben die Quarantäne gleich auf«, sagte er. Er schien irgendwie düster zu sein, als er diese Worte sprach. »Was ist mit Brian? Was wird mit ihm passieren?« »Er ist noch bei Bewusstsein, aber er hat keine Atmungsfunktion mehr, also haben wir keine Kommunikationsmittel mehr.« Brian war noch am Leben. Blind, taub und stumm musste er in Einsamkeit leiden, unfähig zu sterben. »Wie lange muss er noch leiden?«, fragte ich. »Wir werden mehr wissen, wenn wir ihn in unsere spezialisierte Einrichtung bringen.« Der leitende ZSB-Agent verlangte, dass sein Kollege den Mund hielt, bevor er mir etwas anderes sagen konnte. Sie gingen mit Brian fort, bedeckten ihn mit einer luftdichten Hülle, sodass niemand die Schrecken sehen würde, die gerade in unserer Chirurgie geschehen waren. Sobald die Quarantäne aufgehoben worden war, ging ich nach Hause, um mein Rücktrittsschreiben zu verfassen. Ich hatte einen gut vernetzten Kontakt innerhalb des Zentrums für Seuchenbekämpfung, aber als er versuchte, mehr Informationen zu erhalten, behauptete er, dass ihnen überhaupt kein solcher Fall vorgelegt worden sei, dass niemand jemals unter dem Namen Brian Dawson in ihre Einrichtung aufgenommen worden war. Ungefähr einen Monat später tauchte ein Anwalt, begleitet von einem Arzt, mit einer Reihe von Dokumenten vor meiner Tür auf. Alles bezüglich der Vertraulichkeit von Ärzten und Patienten. Der Anwalt sah erschöpft aus, bis auf die Knochen abgearbeitet, als ob er schon viele solcher Reisen unternommen hätte. Er bat mich, die Dokumente zu unterschreiben und nie wieder darüber zu sprechen und sagte, dass ich sonst meine ärztliche Zulassung verlieren würde. Nicht, dass es mir wichtig gewesen wäre. Ich bin endgültig fertig mit diesem Bereich. Ich bekam vom Arzt eine Injektion. Er sagte mir, dass Brians Krankheit ihnen nicht unbekannt sei und dass sie extrem ansteckend sei, aber erst nach dem Tod. Er erklärte, dass die Hälfte der Bevölkerung mit einem Infekt infiziert sei, die das Gehirn stundenlang, auch Tage nach dem Tod, bei Bewusstsein hält. Brians Fall war insofern besonders, als er tatsächlich eine motorische Funktion behielt und mit uns sprechen konnte. Die Injektion war keine Heilung. Sie wird mich bloß daran hindern, die Krankheit zu verbreiten. Aber sobald ich sterbe, werde ich ein ähnliches Schicksal erleiden wie Brian. Ich hoffe nur, dass jemand bei mir bleibt, wenn es soweit ist.